War ein kleiner Einspruch an dieser Stelle, denn Kiel hat nicht nur die letzten beiden Spiele verloren, sondern dabei auch kein einziges Tor erzielt. Und das war offensichtlich Grund genug für Trainer Marcel Rapp, sein Team auf gleich 6 Positionen zu verändern. Ganz offensichtlich, der Respekt vor Paderborn ist riesengroß. Rein in dieses Spiel, Holstein Kiel in den blauen Trikots mit den weißen Hosen. Und wir sehen schon jetzt beide Mannschaften defensiv sehr konzentriert. Paderborn und Holstein Kiel, sie warteten ab, was der Gegner macht. Rehse. Der Ball ist eigentlich schon geklärt, dann aber doch nicht. Skripski mit dem Ball an den Außenpfosten, nicht gut verteidigt vom SC Paderborn. Da haben sie eine Menge Glück. Auch Holstein Kiel sehr, sehr defensiv. So kennt man sie zu Hause eigentlich gar nicht. Und dann die Chance für Paderborn. Schlecht verteidigt von Tescan Schandenberg. 1:0. SC Paderborn, 19. Minute. Also rausgespielt war dieser Treffer nicht. Ein bisschen glücklich, dass der Ball so abgefälscht wird, dass er vor den Füßen von Schandenberg landet. Der hat dann natürlich wenig Mühe, hier das 1:0 zu erzielen. Ein bisschen überraschend dieser Treffer, der kam so ein wenig aus kalter Hose, denn klare Chancen hatte man bislang noch nicht gesehen. 4 Minuten später die Antwort von Holstein. Kirese bekommt den Ball nochmal auf den Fuß, der wird auch abgefälscht und dann ist Fiete Arta. 23. Minute, Ausgleich 1:1, aber auch das ein Tor, nachdem der Ball zur Flipperkugel im Strafraum wird. Auch hier nicht wirklich rausgespielt, das ist noch in Ordnung, aber Achtung jetzt, der Ball kommt sonst nie und nimmer in diese Position. 1:1, alles wieder offen, beide Mannschaften versuchten ein bisschen Druck zu machen und Wenn ging immer etwas über Riese, der war so stark heute, Fiete ab! Mit der nächsten Gelegenheit. Den muss er mit dem Vollspann treffen. Dann steht es hier 2:1 für seine Mannschaft. So geht es dann eben unentschieden 1:1 in die Pause. Rein in Hälfte 2. Holstein Kiel jetzt mit mehr Druck. Fabian Rehse, wenn der am Ball war, passierte immer was. War der stark heute? Verzieht hier knapp. Er, der beste Mann auf dem Fußballplatz in dieser Partie. Paderborn spielte dann mehr auf Konter, aber jetzt, Achtung, dieser Fehler von Torwart Däne. Tesca macht es auch nicht viel besser. Der Ball bleibt heiß und der Ball geht ins Tor. 54. Minute, Thalhammer steht goldrichtig, aber schauen wir nochmal hin. Eine Verkettung von Fehlern. Däne, den Ball musst du mit 1,93 als Torwart festmachen. Tesca kriegt das Ding nicht geklärt. Und dann ist es wunderschön vorbereitet von Justwan, Muslia und Thalhammer. Muss nur noch einnicken. Tesca, wieder so ein Fehler von Tesca. Der hatte einen rabenschwarzen Tag erwischt. Pröger sieht Muslia, 74. 3:1 für den SC Paderborn. Denen lief das natürlich jetzt in die Karten. Die sind richtig gut im Umschaltspiel, haben schnelle Leute auf dem Platz. Pröger, einer der schnellsten beim SC Paderborn. Kein Abseits und leichtes Spiel für Muslia. Collins auf Paderborner Seite, der stärkste an diesem Tag. Und der trifft hier zum 4:1. Nur 143 Sekunden nach dem 3:1 hier das 4:1. Die Frage war, ist das jetzt schon die Entscheidung? Nein, sie war es nicht. 81. Minute, Handspiel von Collins. Das Ganze wurde nochmal in Köln vom Videoassistenten überprüft und dann entschieden, es war ein Handspiel. Sicherlich kritisch, sicherlich diskutabel. Was macht Mühling? Der nagelt das Ding unter die Querlatte. 2:4, 81. Minute. Holstein Kiel mit der dritten, vierten, fünften, sechsten Luft. Keine Ahnung, aber sie kommen noch näher ran. Pichler, 88. Unhaltbar, sein Schuss in die kurze Ecke. Und weil Holstein Kiel jetzt alles nach vorne warf, hat Paderborn diese Chance über Pröger. Tesca kommt mit dem langen Bein noch im letzten Moment an den Ball. Holstein Kiel
mit 10 Mann im Vorwärtsgang. Nur einer stand noch da hinten, das war Däne, der hier nicht aus dem Kasten kommt. Ademi hat alle Zeit der Welt hier, alles klar zu machen, aber er verzieht, trifft nicht das Tor. Aber es war die letzte Aktion in diesem Spiel. Die Partie wurde gar nicht wieder angepfiffen. Der SC Paderborn gewinnt in Kiel mit 4:3. Nach einer, sagen wir mal, durchwachsenen ersten Hälfte wird in Hälfte 2 spektakulär. Und als Sieger geht die etwas effizientere